Ja, wir haben hier heute in Berlin feierlich den Wahl-O-Maten gestartet. Ein Tool, was ich jedem nur zur Benutzung empfehlen kann, denn da sind manchmal echt überraschende Sachen, die auftauchen. Zum Beispiel bei der FDP oder die Partei. Da sind Positionen dabei, mit denen man nicht gerechnet hätte. Spielt das mal durch. Ich habe das hier mit einigen Jugendlichen vom Wahl-O-Mat-Team von der Redaktion zusammen durchgespielt und dann auch viel darüber gesprochen natürlich, wie unsere Meinung zu einzelnen Fragen ist, warum wir so abgestimmt haben. Ja, und ich bin bei 97,7% Übereinstimmung mit der Piratenpartei gelandet, mit weitem Abstand, 10% Abstand zur nächsten Partei. Also bin definitiv in der richtigen Partei. Die Partei hat hoffentlich auch den richtigen Kandidaten ausgewählt. Und das war eine schöne Veranstaltung heute.